Was ist das Wichtigste im Tonstudio? Die Lautsprecher? Die DAW? Die Plugins? Nein, du. Und wenn du nur so ein bisschen bist wie ich, dann bist du natürlich mit keinem Mix zu 100% zufrieden und fragst dich ständig, ob das alles wohl so richtig ist, was du machst, oder vielleicht noch schlimmer, was du im Mix alles falsch gemacht hast. Und damit es nicht für immer und ewig so bleibt, kläre ich jetzt gleich mal für dich die Fragen, was du wirklich falsch machen kannst, was dir komplett egal sein kann, und ich gebe die Antwort auf die alles entscheidende Frage: Bin ich eigentlich gut genug? Jetzt. Recording Block. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem etwas ungewöhnlichen Video. Warum ungewöhnlich, fragst du? Naja, eigentlich findest du hier im Recording Block ja in über 400 Videos unzählige Tipps und Tricks zum Aufnehmen und Abmischen von Musik, Podcasts und was man sonst also in der DAW anstellen kann. Mit anderen Worten, hier geht's eigentlich immer irgendwie um handfeste und praktische Tipps. Nicht so in diesem Video, denn dieses Mal geht es um ein viel wichtigeres Thema beim Abmischen im Studio, und zwar um dich und wie sicher oder auch unsicher du dich beim Mischen von Musik und Podcast fühlst. Und wenn du jetzt sagst, kein Bock auf schwurbeliges Gelaber, bleib mal bitte bei mir, denn ich gebe dir heute mal ein paar Gedanken mit, die dir in Zukunft ganz sicher helfen werden und zudem ein besseres Gefühl beim Mischen geben sollen. Ich bekomme nämlich per E-Mail oder auch in meinen Coachings ganz oft ähnliche Fragen gestellt, die alle aus der gleichen Unsicherheit stammen. Hier drei Beispiele. Kann ich das so machen? Ist das so richtig? Bin ich gut genug? Solche Fragen kommen alle aus der unbestimmten Angst heraus, etwas falsch machen zu können. Wobei ich mich dann immer frage, warum eigentlich? Ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich beim Mischen etwas falsch mache? In den seltensten Fällen fällt mir dann unmittelbar ein Bein ab. Und da wir im Studio ja auch nicht für jeden Mausklick einen Euro extra zahlen müssen, antworte ich dann meistens recht pragmatisch. Also, kann ich das so machen? Ja klar, warum denn nicht? Ich meine, probier es einfach aus und hör zu, was es macht. Wenn es nicht besser wird, dann mach es halt wieder rückgängig. Steuerung Z ist dein Freund. Ist das so richtig? Im Studio gibt es, wenn du mich fragst, nicht die Kategorien richtig oder falsch. Es gibt ausschließlich die Kategorien klingt gut oder klingt nicht so gut oder meinetwegen gefällt mir und gefällt mir nicht. Und wenn das Ergebnis von einer Aktion klingt nicht gut ist oder zumindest klingt nicht besser, dann war es wohl auch nicht richtig. Also wieder zurück. Wie gesagt, Steuerung Z ist dein Freund. Bin ich gut genug? Nein, bist du sicherlich nicht. Ich übrigens auch nicht. Und wenn du Usain Bolt, Elon Musk oder für den Studiobereich Andrew Sheps fragen würdest, ob sie ihrer Meinung nach gut genug sind, dann würden sie dir auch sagen, nein, ich bin nicht gut genug, aber ich arbeite jeden Tag daran, ein bisschen besser zu werden. Viel wichtiger als zu wissen, ob man gut genug ist, ist zu wissen, was man gut kann und was man eben noch nicht so gut kann oder vielleicht auch gar nicht kann. Und so viel darf ich dir jetzt schon verraten, auch wenn uns das immer und immer wieder signalisiert wird, man muss nicht alles können. Wenn du etwas gar nicht kannst oder auch nicht vorhast, es zu lernen, dann ist es völlig legitim, jemanden zu fragen, der es kann. Das spart Zeit, Nerven und bringt meistens auch noch bessere Ergebnisse. Und jeder kennt jemanden, der etwas besser kann als man selbst. Man muss eigentlich nur fragen. Und an den Dingen, die man noch nicht so gut kann, kann man ja arbeiten. Wobei arbeiten hier in unserem Bereich auch für mich eher das falsche Wort ist, weil es so etwas von Blut, Schweiß und Tränen hat. Also quasi jetzt leiden für eine bessere Zeit später. Mir ist es lieber, Dinge, die ich noch nicht so gut kann, zu üben. Und das macht mir Spaß. Und noch mehr Spaß macht es mir dann, wenn ich mit der Zeit sehe, dass ich damit jedem Mal besser werde. Und da waren schon die nächsten Stichworte: mit jedem Mal und mit der Zeit. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass das hier nicht das große Kalendersprüche-Inferno wird. Aber es ist halt noch kein Meister vom Himmel gefallen. Oder wie ich meinen Kindern zu sagen pflege, wenn du etwas gut können möchtest, dann musst du es halt oft üben. Und Ungeduld ist hier ein echt schlechter Lehrmeister. Die Ergänzung dazu ist übrigens auch einer meiner Lieblingssprüche. Achtung, der Sprücheminister schlägt schon wieder zu. Wissen ist nicht Können. Du kannst dir noch so viele Videos und Tutorials anschauen. Wenn du das Gelernte dann nicht auch benutzt, dann hättest du dir stattdessen auch eine Wrestling-Übertragung anschauen können. Dann wäre die Zeit nämlich auch weg gewesen. Ich habe hier im Recording-Blog auch schon so viele Tipps und Tricks gezeigt, von denen ich die Hälfte tatsächlich schon wieder vergessen habe, weil ich sie eben nicht regelmäßig benutze. Aber ich habe ja den Vorteil, dass ich zumindest weiß, wo ich nachgucken muss, nämlich hier im Recording-Blog YouTube-Kanal. Und wo wir gerade dabei sind, du könntest mir einen Riesengefallen tun und mich noch mehr hier bei YouTube unterstützen, wenn du zu deinem Abo auch noch die Benachrichtigungsglocke auf alle stellen würdest, denn der neue YouTube-Algorithmus zeigt dir sonst mit ziemlicher Sicherheit nicht an, wenn hier ein neues Video erscheint. Und tatsächlich
haben nur knapp 18% meiner Abonnenten die Glocke aktiviert. Der Rest bleibt also definitiv nicht auf dem Laufenden. Und wenn du noch kein Abo abgeschlossen haben solltest, kostenlos übrigens, und dir meine Videos hier weiterhelfen sollten, dann freue ich mich generell über ein Abo, über einen Daumen nach oben und gerne auch über einen Kaffee hier über den Mitgliederwerden-Knopf unter meinem Video. Danke auf jeden Fall von meiner Seite aus. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Aber zurück zum Thema. Wahrscheinlich denkst du jetzt, ja, ich habe es ja verstanden. Üben, üben, üben und die 10.000-Stunden-Regel, aber ich fühle mich trotzdem unsicher beim Abmischen. Kenn auch keinen, mit dem ich mich mal austauschen oder dem ich mal eine Frage stellen kann. Und üben ist ja auch schön und gut, aber womit denn bitte schön? Hierzu habe ich zwei Lösungen für dich parat. Die eine über einen etwas längeren Zeitraum ganz alleine oder eine schnellere und zusammen mit anderen. Wenn du dich mit anderen austauschen willst, Fragen sofort stellen willst, wenn du sie hast, wenn du qualifizierte Einschätzung zu deinen Mixen haben möchtest und eben nicht nur Übungssongs brauchst, sondern vielleicht auch ausführliche Mix-Tutorials dazu haben möchtest, dann ist mein Premium-Bereich im Recording-Blog wahrscheinlich genau das Richtige für dich. In der Premium-Familie gibt es nämlich einen regen Austausch und unter diesem Link hier oben findest du alles, was du brauchst, um zusammen mit anderen immer besser werden zu können. Vielleicht ja auch eine schöne Idee zu Weihnachten für dich. Und wenn du lieber für dich alleine bleibst, was natürlich auch vollkommen okay ist, dann ist vielleicht neben dem, was ich dir jetzt gerade schon als Motivation zum Ausprobieren und Üben gesagt habe, vor allem wichtig, dass du in deinem Mix nie, aber auch nie die Perspektive verlierst und irgendwann nicht mehr weißt, ob du den Mix, an dem du vielleicht schon so ewig rumschraubst, ob du den besser machst, schlechter oder ob du vielleicht nur anders machst. Und dabei hilft dir das Mischen mit einer Referenz, wie ich es dir in diesem Video hier zeige und erkläre, wie dir bei dieser Wunderwaffe der Profis, nämlich dem Mischen mit Referenz, ein kostenloses Plugin helfen kann, damit deine Mixe demnächst noch professioneller klingen. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut und Yassou.